Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung, wir spielen mal wieder was für euch und heute haben wir mal eine ruhige Runde, ruhige gemütliche Kneipenrunde. Eigentlich hätten wir so ein bisschen atmosphärische Geräusche, so ein bisschen Gläser klappern. Drei Bier. Ja, für ihn ich wollte, für mich nicht. Genau, für dich zwei Bier. Ja. Hat er schon gut ich würde ein alkoholfreies Hefeweizen nehmen. Ja, ich nehme das alkoholfreie Radler. Hat er schon gedacht, dass er extra eins weniger genannt hast. Und ihr wisst schon, worum es geht hier. Kneipenquiz von Moses, der Moses-Klassiker. Ich glaube, das ist das Spiel, was Moses immer noch am meisten verkauft. Und was sozusagen so ihren Einstieg in die Brettspielwelt war. Wobei ich da ein bisschen Halbwissen verbreite. Aber ja, man muss das vielleicht mal fragen. Das ist so mein Gefühl zumindest. Es ist auf jeden Fall ihr Dauerbrenner. Und ich halte hier auch das völlig falsch in der Hand. Das ist nämlich Kneipenquiz Fußballspezial. Mhm. Und wir spielen aber auch was Spezielles, nämlich das neue Family and Friends Spezial. Was das eigentlich macht, müssen wir hier Hunter and Friends so durchstreichen. Was das macht, erkläre ich euch gleich. Aber prinzipiell ist alles Kneipenquiz, also zum Beispiel auch dieses Fußballspezial kannst du einfach nur als Erweiterung auch fürs normale Quiz verwenden. Und ja, was ist Kneipenquiz? Kneipenquiz ist ein Quiz, was man auch in der Kneipe spielen kann und was schon auch seine eigenständige Geschichte hat, weil es ist kooperativ. Wir spielen jetzt auch kooperativ, also keiner von uns wird hier gewinnen oder verlieren. Wir können höchstens zusammen gewinnen oder verlieren gegen, wie heißen die nochmal? Hast du irgendwas mit Fritten gesagt? Fritten, die hohlen Fritten. Ja, weil wir nämlich auf leicht spielen. Da hat sich die Spielefritte hier auch wieder eingeschlichen. Also man kann man hat drei Schwierigkeitsgrade, wo man kooperativ gegen Spiel spielen kann und die sagen halt, zu dritt sollte man halt leicht spielen. Ist klar, dadurch, dass wir zusammenspielen, wenn wir mehr Leute haben, haben wir natürlich mehr Chancen. Geballtes Wissen, klar. Deshalb spielen wir jetzt auch auf leicht. Alex Wissen minus eins. Sonst hätten wir auch gegen Quatsch mit Soße. Das sind dann so, also das sind halt Fritten. Es gibt halt auch welche so gegen Chili, Ketchup Quatsch und Mayo. Quatsch mit Soßen, die sind halt schwieriger. Kronkorken, ja? Die Kronkorken. Das ist auch ganz witzig sozusagen. Also die Schwierigkeitsgrad ist leicht, ist easy peasy, ist mittelschwer, ist Showtime und in your dreams ist schwer. Also so in euren feuchten Träumen könnt ihr das gewinnen. Also mal gucken. Wir spielen easy peasy. Ihr könnt natürlich mitraten. Und wie funktioniert das Ganze? Jetzt ist es relativ einfach. Wir machen fünf Runden. Also wir machen fünf Fragekarten. Auf jeder Karte sind fünf Fragen, die wir kooperativ zusammen beantworten können. Wir haben aber nur 5 Minuten Zeit. Also wir müssen uns auch, einer schreibt. Und es ist so, die fünfte Frage, und das ist das Besondere an Family and Friends, die fünfte Frage ist die Family and Friends Frage. Mhm. Und über die darf nicht geredet werden. Und die wird nicht kooperativ beantwortet, sondern einer muss die beantworten. Heimlich. Wir müssen also den Kopf der Bande hier vorher sozusagen festlegen. Ich würde einfach sagen, einer ist Schriftführer und der ist auch der Family and Friend, weil der muss ja auch sowieso schreiben, also auch das gemeinsame. Also bist du das quasi. Das heißt, ich bin jetzt bei der ersten, bin ich das und in der zweiten Runde dann, das wechselt halt immer. Na gut, okay. Also es ist immer die fünfte, bei jeder Runde ist die fünfte Frage die Family and Friends war. Genau. Okay. Also ich stelle mir das relativ hektisch vor, aber naja. Und dann noch, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch einlässt, dann ist es so, es gibt hier sozusagen für jede Frage haben wir jetzt hier schon so ein Easy-Peasy-Plättchen ausgelegt. Mhm. Es ist Zufall, dass hier die Eule auf 1 liegt. Ja? Und es funktioniert ganz einfach. Erstmal kriegen wir für jede richtige Frage kriegen wir sowieso einfach mal einen Schritt. Ja? Mhm. Also maximal 5, wenn wir in der ersten Runde alle 5 richtig haben. Ja? Wenn Eulenplättchen da liegt bei Frage 1 kriegen und wir die richtig haben, kriegen wir zusätzlich 2 Schritte. Mhm. Die Gegner kriegen da gar nichts. Mhm. Bei den normalen Plättchen ist es aber so, haben wir Frage 2 richtig, kriegt die gelbe hohle Fritte 3 Schritte. Haben wir sie falsch, kriegt die gelbe hohle Fritte 4 Schritte. Mhm. Ja, daran seht ihr auch zum Beispiel, also die pinke hohle Fritte kriegt 5 Schritte, wenn wir Frage 4 nicht richtig beantworten. Das heißt, selbst wenn wir optimal gut, wenn wir die richtig beantworten, können wir maximal 7 Schritte machen in der ersten Runde. Ja? Aber die pinke, hohle Fritte wird uns knapp auf den Fersen sein. Und dann klar, nach 5 Runden guckt man einfach, sind wir vorne? Oder hat eine hohle Fritte gewonnen? Na gut. So ist die Sache. Sind wir fitter als ein paar Fritten in der Packung? Das ist die große Frage. Jetzt. Wir fangen jetzt einfach an. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Okay, erste Frage. Die Produktverpackung, welches Konzern landet in 2019 am häufigsten als Müll in den Weltmeeren?
Nestle, ja. Nestle. Wahrscheinlich, ne? Mhm. Also vielleicht, weil es einfach viel. Würde ich Packung auch sagen, ja, viel, weil. Gibt's auch, der, machen viel Verpackung. Das ist der größte Lebensmittelkonzern, würde ich auch sagen. Fällt mir nichts Besseres ein. Also, wenn jemand sagt, bessere Idee. Nein. Welche Wochentag wegen der jüdischen Ruhe feiern? Schabbat am Freitag, oder? Nein, ach, und welchen Abend? Nee, Donnerstagabend. Ist doch Schabbat ist doch am Schabbat Freitag. Schabbat ist doch Samstag. Bis Samstag. Bei Big Lebowski. Dann Freitag. Der Samstag doch kein Freitagabend, jawohl, richtig. Ein Glück haben wir hier geballtes Wissen. Was unterscheidet ein Wiener Schnitzel von einem Schnitzel Wiener Art? Kalbsfleisch, das weiß ich. Genau. Und Schweinefleisch. Kalb und Schweinefleisch. Oh, sind wir gut. Ich meine, die haben keine Chance. Die. Na, mal gucken. Kalb wir dürfen und jetzt, Schwein. Wir haben die Hälfte der ersten Karte und du drehst schon so, völlig das auf. Dürft ihr, wie gesagt, da dürfen wir nicht drüber reden beim Film. Aber jetzt fehlt noch. Wie heißen die Schlagpolster, die im Kampfsport und in der Kampfkunst verwendet werden, um Schläge und Tritte zu trainieren? A. Tatzen, B. Pratzen, C. Manzen oder D. Fratzen? Okay, gut, das weiß ich. Das ist auf jeden Fall die Fratze. Nein, das ist die Pratze natürlich. Ja, das weiß ich einfach. Pratzen. Ja, das sind diese Dinger. Ja, so, diese Pets. Das sind die Pratzen. Ich hätte da aber auch nur so halb mit Ausschlussverfahren. Alles ja, nee, das weiß ich tatsächlich. Mats oder heißen die? Die heißen wirklich Pratzen, ja? Nicht ich Matzen. Hatte ja mal ein bisschen mehr mit Kampfsport zu tun, tatsächlich. Aha. Obwohl ich nicht selber das trainiert habe. Du durftest. Ich durfte mit zugucken. Ja, okay. So, und jetzt muss ich. Ohne, ihr dürft natürlich lesen, also ich lese vor, aber ihr dürft mich jetzt nicht beraten. Ich verstehe die Frage schon. Was wollte ich unbedingt haben und habe es danach aber so gut wie nie benutzt? Okay, und das funktioniert jetzt so, ich muss jetzt heimlich diese Antwort, was wollte ich unbedingt haben und habe es danach aber so gut wie nie benutzt, und ihr müsst dann überlegen, was ich da schreibe. Weil du warst ja auch die letzte Zeit mehr bei ihm zu Hause. Ich habe es danach aber so gut wie nie benutzt. Keine Ahnung. Elektrische Zahnbürste? Ah, nee, wir dürfen ja nicht. Vielleicht irgendein Spiel? Denk mal dran, wir haben auch nicht so viel Zeit. Ja, der Klassiker wäre... Chance, Alter. Das wissen wir, verdammt, ey. Er weiß bleib es mal, selber bleib nicht. Doch mal in ich weiß selber jetzt, nicht. Bleib mal im Gaming-Bereich vielleicht. Weil wenn wir jetzt nicht, dass du irgendwie hier dir deinen Gartenbohrer bestellt hast und den nie benutzt hast. Oder irgendwas, oh Gott, oder? Oh Gott. Ja, ich will ja was machen, was ihr eine Chance habt, ja, das genau. Irgendwie zu... das Messer, was sich selber schärft und dann doch keine Tomaten geschnitten. Keine Chance, ey. Ich könnte, ich darf wirklich nicht. Okay, ein Spiel, das du unbedingt haben wolltest und das du dann aber. Nee, vergesst es, ich mache was, aber ich habe. Egal, dann haben wir den, vielleicht nicht. Okay. Noch haben wir was? Ich würde sagen, wir haben noch eine gute Minute. Oder anderthalb. Oder fast die Hälfte, noch zweieinhalb. Was war das? Eine 5-Minuten-Uhr. Eieieiei. Du schreibst ganz schön viel. Das nein, ist ein Wort. Aufblasbares Gummiboot oder was hast du? Ja, und ich sag mal so, ich gebe euch einen kleinen Tipp, aber es ist wirklich praktisch. Eigentlich ist es kein Punkt. So, also Melly hätte eine Chance, es zu. Weil sie ja tatsächlich bei mir war, ich habe das jetzt so als an. Und etwas. Hast du was bei ihr gesehen? An Tisch, irgendwas? Lampe, Steuerung, gibt es so einen Staubsauger? Gut, der fährt ja, der Staubsaugerroboter. Was ihr alle nicht benutzt oder nur ich? Nur ich. Wahrscheinlich nur der Kamin dann vielleicht. Besser als gar nichts. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Kann schon sein, dass sie das toll fanden oder er auch. Ja, lass den Kamin drin und dann wird der nicht benutzt. Ja, das ist vielleicht aber gar nicht. Was gibt's denn noch? Melli, schreib Kamin hin. Das ist doch super. Das finde ich, der erste Gedanke ist manchmal der. Okay, gut, fertig. Also wir hatten noch Zeit gehabt, aber die anderen Fragen waren wir uns ja sicher. Ja? Von daher werden wir jetzt auflösen. Wir waren uns sicher, aber ob es richtig ist. Erste Frage, Produktverpackung. Ja? Welche? Coca-Cola. Was? Coca-Cola. Hä, nee. Aber ich hätte auch Nestle gesagt. Auf jeden Fall Nestle, wahrscheinlich. Aber es kann auch sein. Es kann einfach sein, dass Coca-Cola halt noch mehr Dosen oder irgendwas weltweit. Vielleicht. Ne? Nestle gibt es vielleicht nur in Amerika. Und vielleicht sind es auch Verpackungen und Nestle, andere Verpackungsarten, die nicht im Wasser landen. Heißt aber, ist nicht so schlimm, wir kriegen einfach nur diese 2 Bonuspunkte nicht. Mhm. Dafür haben wir den Freitag am richtig. Freitag. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber die gelbe Fritte, wir haben richtig, kriegt 3. Oh. Ne? Also das, das gelbe Frittenteam war es schon mal cleverer als wir. Ja, wir haben aber noch Chancen. Ja, dann haben wir das natürlich auch richtig. Ja, Wiener Schnitzel, Kalb und Schweinefleisch ist ein Punkt für uns und 2 für Blau. Mhm. Und Pratzen ist auch richtig. Also haben wir nochmal einen Punkt. Und die 4 Pinke für, kriegt 4. Ah, die kennt sich richtig gut aus. Ne? So, tja.
Und die fünfte Frage ist steht leider nicht falsch. Ja klar. das war aber also, was hast du denn aufgeschrieben? Es ist auch keine so richtig gute Antwort, aber ich habe tatsächlich mein Fitnessgerät geschrieben. Ach dein so. Ja, du weil, hattest ja behauptet, als ich dich da noch gefragt habe, was du benutzt. Ja, es stimmt auch. Das ist eben das Problem. Ich habe nach was gesucht, was du vielleicht rauskriegst, weil du es gesehen hast. Und es stimmt, ich benutze es sogar. Man könnte aber behaupten, ich benutze es. Ich wollte es auch wirklich unbedingt haben und ich benutze, ich habe so einen Fitnesstrainer ja, für zu Hause. Weil ich, weißt, ich ist, bin kannst du das nochmal beschreiben, was das genau ist? Das ist schon ein relativ großes Ding, sogar mit so einer Stange und so. Das ist so ein so. Fitness-Turm, oder ja, was? Ja, so relativ groß. Ja. Und das Ding ist halt, ich habe das einfach angeschafft, weil ich gemerkt habe, es war noch vor der Pandemie übrigens, ja. Ich schaff's, also Fitnessstudio, das vor allem, als wir rausgezogen sind, das geht einfach gar nicht. Aber trotzdem benutze ich das vielleicht 5 Minuten pro Woche oder sowas. Ja, immerhin. weil es eigentlich im Blick steht und du es von rechts nach links. Also ich benutze es nicht, aber ich weiß, dass ich sozusagen weniger benutze, als man das benutzen sollte, um es zu benutzen. Wenn ihr versteht, was na ich gut, meine. So, ja. Aber der Kamin, okay. Ja, der Kamin, aber das stimmt nicht, weil wir den tatsächlich auch, den benutze ich auch ziemlich häufig. Ja, aber das war eine gute... Ja, gute das war trotzdem alles... Das war ein netter Versuch. Also ich sag mal so, ich fühle mich irgendwie so, als wenn wir wirklich bei einem echten Kneipenquiz, spielt man ja gegen andere Teams und meistens gibt es doch viele andere. Und ne? Blau hat leider 4 Punkte. Nee, doch, Blau. Ja, aber Blau dann haben wir, ach, Blau. Was ist denn Blau? Grün? Ja, Grün wurde nicht gesetzt. Grün ist... Grün ist, ist nochmal gelaufen, ja genau. Grün ist nicht in der Kneipe erschienen. Grün hat einfach ausgesetzt, hat nur alles falsch gemacht. Das heißt, wir kriegen jetzt hier neue Plättchen. Und dann würde ich sagen, ist jetzt Melli dran. Mhm. Und muss natürlich dann die Family und Friends. Vielleicht machen wir es diesmal so, dass du kannst die ja auch gleich schon mal lesen und schon mal die ganze Zeit überlegen. Das ist immer die letzte Frage, die Family und Friends-Frage. Ja. Und dann auf der Rückseite einfach notieren. Ja? Genau. Oh, Blau, guck mal hier. Blau zieht richtig ab. Ja. Also, sind wir soweit? Urwächter? Ja, die Antworten solltest du nicht sagen. Achso, Entschuldigung. Ja. Naja, Hauptsache er kennt sie nicht. So. Ja, welcher Hollywood-Star war 2019 in den Top 10 der TikTok-Accounts mit den meisten Followern weltweit? Leonardo DiCaprio, Pamela Anderson, Will Smith oder Jennifer Lawrence? Also ich hätte schon mal auf eine Frau getippt. Ich hätte auf Will Smith getippt, weil der doch macht, der macht doch... Macht der TikTok? Ich bin halt leider bei TikTok so ein bisschen raus. Also Leonardo DiCaprio. Ich bin halt auch nicht komplett raus. Pamela Anderson wäre natürlich, wenn die aber so ein Video macht. Aber ist die 2019? Will man Pamela Anderson 2019 auf TikTok machen? Jennifer Lawrence ist echt cool. Und ich könnte aber sie könnte, bestimmt kein TikTok. Aber die macht kein TikTok. Ich glaube, das ist USB. Ah, okay, dann aber ich bin mir nicht sicher. Wir sind da alle im Dunkeln. Was ergeben Wasser, Zucker und Rum? Ein Getränk. Wasser, Zucker und Rum? Ja, wahrscheinlich. Nee, Mojito, da fehlt noch was, ne? Ah, ist das nicht das... Ist das nicht so ein Punch? Doch, ist, das stimmt, beim Mojito wäre noch Minze drin und in Caipirinha ist noch Limette drin. Mhm. Ja, das ist einfach ach, so. Ach, du meinst so Planters? Punch, ja, sowas. Irgendwas mit Punch. Irgendwas mit Punch. Punch, ja, ja. Schreib mal Monster so. Monster Punch. Schreib mal auf sowas. Das, ich kenne das, aber Punch. Ich bin da leider auch nicht so der Richtige. Ich habe einen guten Freund, der ist der Rum-Spezialist, der wüsste ich sofort. Welcher deutsche TV-Moderator veröffentlichte während seines Radio-Volontariats aus Protest gegen die französischen Kernwaffentests auf Mururoa unter dem Namen Le Champ Comme radioaktiv die Single F... Chirac und wurde daraufhin entlassen. Ich habe keine Ahnung. Die Hälfte der Worte, die da gefallen aber sind. Aber guck mal, TV-Moderator während eines Wette. Das war doch Stefan Raab wahrscheinlich. Oder? Stefan Raab? Ich hätte jetzt eher gesagt, dass es Jan Böhmermann war. Das wäre so stimmt, sein Stil. Das wäre sein Stil, absolut. Aber auf Waffentest auf Mururoa. Ja. Das wäre mehr sein Stil, ja. Schreib doch mal Jan hin. Ja, Jan. Also, es könnte auf jeden Fall sein. Hm. Ja. Stimmt, das ist eigentlich nicht Stefan Raabs Stil, du hast vollkommen recht. Das wird der ist nicht so politisch. Und war der vorher bei einem Radio? Ja, und das ist dieses ja, der war, glaube ich, schon auf einem Radio. Ich meine, Stefan Raab, war der Radio? Okay. Vegetariat? Wer hat Vorfahrt an einer in den USA oft zu findenden Four-Way-Stop-Kreuzung, an denen an allen 4 Straßen Stoppschilder stehen? What? Wart ihr schon mal in Amerika? Das größte Auto, keine Ahnung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mir ist fast wie sowas war, wer als erstes an die Kreuzung fährt, fährt auch. Aber dann stehen ja jetzt alle, wenn überall Stoppschilder stehen. Und wir sind nicht in Deutschland, sondern in den USA. Nee, das hatte nichts mit Deutschland. Also das war schon, mir war so, keine Ahnung. Bevor wir nichts hinschreiben, würde ich sagen, wer als erstes an Stoppschild fährt. Ich habe keine Ahnung. Problem. Wer zuerst wer, kommt. Wer als erstes an der Kreuzung war.
Okay, und die letzte Frage, die jetzt Melli heimlich beantwortet, ist, wie lautet meine Glückszahl? Das Alex, ist gemein. Wenn das jetzt gewesen? Alex gemacht hätte, ja, dann hätten oder? Wir alle so den Punkt bekommen. Weil was Melli. Ist Alex Glückszahl? Melli ist deine Glückszahl oder meine Glückszahl? Ja, vielleicht nehme ich die auch. Das könnte jetzt deine Glückszahl sein. Das Problem ist einfach, wir haben keine Ahnung, was Mellis Glückszahl sein könnte. Sie ist einstellig. Ihr habt also eine 1 zu 9 Chance. Das ist ein netter Versuch. Oh, na, so was ist eine gute so ein Glückszahl? Klassiker 7. Ist 7 eigentlich. Ja, 7. Aber ist Melli so ein Klassiker? Nein. Du darfst nichts sagen. Ich habe nur gesagt, dass ich besonders bin. Also. Was könnte es sonst sein? 8? 9? Das ist jetzt keine jede Zahl. Sein. Es ist 1. Was, komm, was machen wir jetzt? Also 7 können wir jetzt nicht nehmen. 5? Ja, 5 ist ja auch so die goldene Mitte. Komm, wir nehmen die. Weißt du, was mache ich im Kreise? Einfach diese 5 hier. Wunderbar. Das ist die 5. Und ja, die Zeit ist auch schon langsam durch. Die Zeit ist schon durch. Mann, dann gucken wir mal. Also ich habe das Gefühl, wir sind nicht besser geworden, also diese Runde. Also die blaue, hohle Fritte, die wird gefährlich. Will Smith? Will Smith. Jawohl. Bestens. Das heißt, wir kriegen nur einen Schritt. 2, 3. Und die blaue kriegt nur 3. Oh Mann, ey, aber das war schon mal super. Oh nein, Mark. Achso. Nicht der Karte, ist Grog. Es ist ein Grog einfach nur, weil es ist warmes Wasser. Wir sind einfach so schlechte Trinker. Das hätte ich vielleicht sogar noch gewusst, wenn da heißes Wasser. Ja, aber das haben sie ja weggelassen, gerade deswegen. Das war so eine Fun-Frage. Total irgendwie bei. Und wisst ihr, was das heißt, dass nämlich Blau jetzt 4 Schritte kriegt? Blau-Weiß ist, das sind alles, die kommen von der Küste, sind jetzt schon besoffen. Oh, und das wären unsere 3 guten. Markus Lanz? Markus Lanz, okay, der gute Herr Lanz. Das hätten wir einfach nie gewusst. Nee. Aber nur, ich war schon ein bisschen, weil ich dachte auch, und wir das wäre wichtig gewesen. Das wär wichtig, dass es halt 95 war, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen länger her ist. Und da guck mal, wer die Kreuzung als erstes erreicht. Ah, sehr gut. Aber die vierte Frage haben wir richtig. Das ist ein Punkt für uns. Und jetzt, Melli. Oder was hast du jetzt hier gemacht? Nee, 2 für grün. Ach ja, das war die letzte Frage. Nee, das ist deine. Ja, okay, stimmt. Dann. Das ist 4 für blau. Aber dafür kommen natürlich jetzt auch nicht mehr so viele blaue Plättchen. Ne? Das ist gemischt. Ne? Also. Es ist, 9 ist auch eine schöne Zahl. Das ist mein Geburtsmonat. Ja, meine auch. Ah, verdammt. Sehr ähnlich Geburtstag. Ja. Mann, ey. Beinahe. Also das heißt, 4 für grün. Aber grün holt jetzt auf. 1, wir sind 2, immerhin 3. An Position 2. Ich will es mal nur gesagt haben. Ja, natürlich. Also gut. Es ist noch nicht komplett verloren. So, und jetzt soll ich schreiben. Habt ihr euch das gut überlegt? Ja. Na, okay, wir müssen das. Wir können ja auch gemeinschaftlich entziffern, was da auf den Zetteln steht. Das ist doch auch so, dass die Schwierigkeitsstufen bei den Fragen sich nicht ändern, sondern nur bei den Plättchen. Ne? Nur bei den Plättchen, genau. Die Fragen sind guck immer mal, grün gleich, kann jetzt hier, wir kriegen auf jeden Fall keinen Bonus. Ja, aber guck mal, blau wird nicht laufen. Ja, wir können aufholen. Aber grün wird gleich an uns vorbeiziehen. Achso, ich mach mal. Und los so, geht's. Wo spielt das Computerspiel Red Dead Redemption thematisch? Na, wissen wir natürlich alle, im Wilden Westen. Ne? Das wenigstens. Ja, das wissen wir. Das hätten wir noch hingekriegt. Gaming-Fragen sind aus auch. Welcher Kleinstadt kommen die Erfolgsrapper Shindy und Rin? Ich kenne die nicht. Ich kenne die auch nicht. Was? Clausthal, Zellerfeld, Zellermeles. Was ist die Bietigheim-Bissingen oder Kastrop-Rauxel? Also das erste habe ich, also ja, ich würde jetzt einfach mal auf A tippen, weil das so... Kann irgendwas von dem Namen auf irgendwas schließen? Cindy und Rin. Also ich glaube Bietigheim-Bissingen, da gab es auch diese anderen, die Bietigheimer Boys. Kastrop-Rauxel. Aber ich habe die auch, also... Deutscher Rap, das müsste, da müssten wir jetzt auch andere wollen wir da würfeln? Du sagst A, oder was, Melli? Klausthal Zellerfeld hört sich gut an. Dann, ja. Aber dann haben wir zwei, ich weiß nicht, wie es aufgeht, wir hätten dann zweimal A. Das ist manchmal ja so ein Indiz, ja, dass das... Aber keiner, ich kenne das Spiel nicht, kann ja sein. Wie viele Eier legt eine Legehenne im besten Alter pro Jahr? Oh. Das ist ja hier an unseren Hühnerspezialisten. Weil Alex hat ja wirklich, ist ja stolzer Besitzer einer größeren Hühnerherde. Ja, nicht mehr gerade, so. Aber das ist... Das ist eine gute, der Fuchs ist eine sehr gute, ja, wir haben letztes Jahr dann nicht nochmal neue Hühner gekauft, weil der Fuchs die alle gekillt hat. Das ist eine gute, also in den Winter, wobei es ist ja eine Legehenne, die wahrscheinlich sogar das Jahr überlegt. Also die sind zu Bedingungen und dann kann man schon sagen, dass die, hier steht auch nicht das, wie viele Eier legt eine Legehenne, im besten Alter, dann legt die wahrscheinlich fast jeden Tag ein Ei. So ja, in dem nur Dreh. Eins? Ja, doch. Ja, okay, ja. Dann. Eigentlich nice. Also ich würde sowas also mindestens um die 300, ein bisschen über 350, ne? Sowas. Aber wir müssen das ja wahrscheinlich genau sagen, ja, nee, oder? Wahrscheinlich gibt es eine Range. Dann machen wir 350. Dann machen wir mal 350. Okay. Welcher Webbrowser war bis 1996 der weltweit meistgenutzte? Internet Explorer. Netscape?
Oder war das da bis doch? 96? 96 war Netscape, ja. Da bin ich ja, war ich ja Abi, das war Netscape. Das waren noch Zeiten. Wie wurde der geschrieben? Mit C? Ah. Net und dann Scape. Aber es geht hier keine Punkte für Net. Für ach ja, Escape. Irgendwie so. So, jetzt darfst du heimlich. Ach, was? Bin ich, in welcher Sportart bin ich am besten? Billard, Minigolf, Dart oder Kick? Guck mal, das also, ist eine gute Chance. Da muss ich was aussuchen. Ja, das ist eine 1-4 Chance. Billard, Minigolf, Dart oder Kicker. Oh. Oh, wow, wow, wow. Ja, das wenn jetzt wenigstens Bowling dran ist. Das müsst ihr, ja, da wisst ihr schon mal, dass ich das nicht gewesen bin. Ah, das ist ja... Schreiben einfach Bouldern. Ja, genau das. Ja, bei Bouldern hätten wir natürlich gewusst, dass Alex da gut drin ist. Aber Minigolf, Dart... Ich tippe auf Kicker oder Dart. Dart, glaube ich, weiß ich nicht. Dart, glaube ich, auch nicht. Aber ich Alex schon jemals Dart in seinem Leben gespielt ja, ja, hat. Doch. Also, ja, ich sage ja nicht, ich darf ja nicht sagen. Wenn ich im Vergleich zu Kicker angucke, dann ist es dasselbe Spielkonzept. Stimmt, es muss Kicker sein. Kicker? Aber dürfen gar nicht beeinflussen. Aber er muss ja sowieso wahrheitsgemäß antworten. Das Problem ist, ich weiß das nicht mal. Also ich habe Minigolf in Amerika, wo wir da waren, gespielt. Das ist ja... Aber was heißt doch am besten? Ja, also was heißt gut am besten? Ja. Billard? Naja. Das muss ich jetzt beeilen, weil es ist nämlich gleich vorbei. Also du sagst Minigolf. Nein, ich habe Kicker. Hab gar nicht so ich sag wegen, Kicker. Wegen Klask. Ja. Aber ich weiß nicht. Minigolf? Was sagt ihr? Ja, Kicker würde ich auch sagen. Wir müssen irgendwie... Ja, wir schreiben Kicker. Kicker. Du bist also Kicker. Eh als nächstes dran. Ja, das, Also Kicker. Gut, dann gucken wir mal. Ah, gut, das war schon also, 3 von 5 Runden. Ja, also natürlich A im Wilden Westen. Jawohl. Red Dead Redemption. Das heißt, wir kriegen einen Punkt und Grün kriegt aber leider 3. 1, 2, 3. Dann waren wir falsch, weil es ist C aus dem schwäbischen Bittingheim-Bissingen. C. Das also heißt 4. Für Grün. Oh nein, es wären bis 300. Wir haben 350 geschrieben. Aber komm, das geht vielleicht trotzdem. Ich finde, es war fast... Ja, aber wir haben dann doch 315. Nee, wir müssen schon echt sein. Oh nee, dann kriegt Gelb 4. Das aber wir waren doch... 1, 2, 3, 4. Netscape. Ja, natürlich. Navigator. Ein Punkt, gut verdient. Und Gelb 2. Aber wir sind zurückgefallen. Ja, und ich habe dann doch Kicker aufgeschrieben. Ja, oh yes, sehr gut. Also, weil es auch von Billard zum Dart, also wir haben eine Dartscheibe bei uns im Garten. Es kann sein, dass da besser wird, aber das ist auch echt so eine Sache. Also gerade mit irgendwie Double oder Triple auschecken. Man muss festhalten, die hohlen Fritten sind gar nicht so hohl, wie man denkt. Also ich hätte ja auch gesagt, machen die auch gar nichts. Ja. Die laufen so, nur. Okay. Vierte Runde. Und ich muss wieder die Family and Friends Frage beantworten. Mhm. Aber es geht erstmal ganz zurück. Wer stand 2016 mit dem Album Zwilling an der Spitze der deutschen Songs 2000? Also Musikfragen, das ist einfach das, ist das Richtige. Ich kenne nicht mal das Album. Zwilling. Noch nie gehört. Oh, Scheiße. Die Kasselruder Spatzen, oder? Das sind wenigstens zwei Leute, oder? Aber der deutschen Charts auch noch. Oh mein Waren das Zwillinge, die den Song Zwilling hatten? Nein, keine Ahnung. Da würde ich einfach sagen, wir passen. Mir fällt nichts ein. Ja, also, wir können zumindest irgendwie Andreas Burani oder irgendjemanden da hinschreiben. Irgendjemand, der Andrea Berg? Nee, was? Du hast Andreas Burani, hat sie gesagt. Wir können auch Sido hinschreiben. Aber Zwilling von Sido? Nee, Sido hatte keinen Wortschatz, oder? Der hatte keinen. Helene Fischer? Ja, Helene Fischer. Das hört sich gut an. Quatsch. Das ist der beste Tipp. Nee, so. Ich glaube Helene nicht. So. Ja, welche Farbe hat ein French Dressing? So ein rosa, oder? Ist das nicht rosa? Rosa? Nein. Zum Salat? French Dressing, ist das nicht rosa? So hellrosa? French ist so dieses senffarbige Gelb. Ist gelb? Das dieses Gelb? Ja, stimmt. Dieses Gelb-Orangene. Also sagen wir mal Gelb. Schreib mal Gelb-Orange. Dann gilt vielleicht beides. Welcher Restaurantführer vergibt 4 Kochmützen für die beste Küche? Ah, das ist eben nicht Michelin. Der Michelin. Ja, das sind ja Sterne. Michelin sind ja Sterne. Und das andere ist... Es gibt einen Restaurantführer, der ist so von von dieser Tankstellengeschichte. Das ist ganz komisch, dass der, das ist der, der was haben wir denn? Der? Shell, Total? Ja, wie heißt denn das? 4 Kochmützen. Wir können ja auch erstmal weitergehen. Ja, aber das fällt mir noch ein. Was gab es wohl zu essen, wenn der Urin anschließend nach Asparagus? Ja, Spargel. Ja, logisch, also, ja klar. Oder? Das ist quasi das, was am meisten den Urin... Wenn ich mir einen Burger bei McDonald's aussuchen würde... Achso, das muss ja ich machen.
Wenn ich mir einen Burger bei McDonald's aussuchen müsste, welchen würde ich wählen? Jetzt schreib bitte nicht Wrap auf, weil es muss schon ein Burger sein. Also das ist relativ klar, da habt ihr auch eine Chance. Big Mac. So, überleg nochmal, ich überleg nochmal. Überleg nochmal, okay. Ich überleg nochmal. Nein, überleg wegen der 4. Oder was ist denn so ein Klassiker? Ist auch so ein McRib. Aber ich habe ihn noch nie. Ich glaube, ist das Dorf, oder? Ich weiß, ich kenne das. Crispy Chicken und sowas. Ja, nee, ich glaube, es ist schon so ein. Was, das erste, was du gesagt hast. Lass Big das, Mac. Ja, lass uns das mal. Ihr wollt Big Mac schreiben? Ja, wir schreiben mal Big Mac. Oh nein. Oder Royal TS. Royal TS. Mit Tomate. Ich weiß es nicht. Und Der Kochmützen. Ja, das ist irgendwie. Also, es ist nicht Esso, es ist nicht Shell. Nein, das auch nicht. Ist es wirklich ein Tag? Oder ist es irgend so ein, oder ist es so von so einem. Aber das wirkt wie, als wäre Pirelli. Nee, Pirelli ist der Kalender mit den Frauen. Nee, aber doch, aber das ist irgendwie sowas von Pirelli. Jetzt kommen wir. Ja, erzähl uns mehr. Welcher Pass? Ja, aber das ist irgendwas. Pirelli. Das ist irgendwie so von so einer anderen Marke und die machen auch einen Kopf. Aber Pirelli. Aber es ist schon, nicht Pirelli. Ja, doch, ich glaube, es ist ähnlich. Ja? Ich glaube. Ich weiß, doch, also ich bin da raus. Könntest recht haben. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht ins Team voten. Das ist auch falsch, glaube ich, aber okay. Egal. Ja. Okay, ja, aber wir sind durch. Wir können umdrehen. Also, die Lochis. Ja, das sind Zwillinge und das sind diese komischen YouTuber gewesen und die waren sich schon mal Platz 1. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es Zwillinge sind. Vielen Dank für Helene Fischer. Haben wir das schon gemacht? Ja, nee, wir müssen jetzt... Was? Du hattest recht? Ja, siehst du, es ist so... Also grün ist jetzt 4. Warte mal, bestimmt ist auch, sind noch neue, ja? Das sind neue. Warte mal, bei was sind wir jetzt? Nee, das sind nicht, die neue, die sind eben gegangen. Genau. Okay. Wir waren zu vorschnell. Ja. War doch das rosa Dressing. Aber wir haben schon wieder verkackt. Also das erste haben wir schon mal nicht, das wäre ein Bonuspunkt gewesen. Jetzt das zweite haben wir auch rosa, bestehend unter anderem aus Essig, Öl, Salz. Ja, ich dachte, ich hätte das ist so dieses, ne, ich Frage nehme drei. Das nie, aber. Wo ist Frage 3? Haben wir da richtig jetzt? Der Gourmillon? Nee, doch, das ist eben. Das ist doch nicht. Aber es gibt noch einen dritten. Ja, das ist der andere Französisch. Ich habe das verwechselt. Das ist, ich habe gedacht, aber es gibt auch diesen, schreibt mal in die Kommentare, es gibt diesen anderen, dritten Führer, der ist irgendwie nicht Pirelli, immerhin sondern irgendwas. Immerhin Spargel haben wir richtig. Aber Spargel, ein Punkt, ja, das ist natürlich. Und was ist das hier? 2 Punkte für Grün. Ja. Die rennen trotzdem vor. So, und ihr sagt Big Mac und natürlich Royal TS natürlich. Ja, oh Mann, kennst ihn ja auch schon länger, hättest du ja nicht durchgesetzt. Als wenn ich mir so. Ich gucke jedes Mal weg, wenn er sich fragt. Also im Endeffekt können wir nur noch versuchen, nicht letzter zu werden und es noch vorzunehmen. Oh nein, jetzt bewegt sich Rosa natürlich so viel, weil die. Hast du die Plättchen auch gemischt überall? Ja, habe ich. Aber es liegt daran, dass wir haben es nie gemacht. Wir müssen jetzt müssen wir mal was reißen. Okay, das erste ist eine Matheaufgabe, das kriege ich hin. Oh, Scheiße. Sieht man das so? Nee, sieht man nicht. Okay, also, und es geht los. Letzte Runde. Wir haben noch, können es noch schaffen. Ja. Shima und Minu haben 20 Euro und sollen diese so unter sich aufteilen, dass Shima 1 Euro mehr bekommt als Minu. Wie viel bekommt Minu? Okay, wir haben 20 Euro, 10, also 9,50 Euro plus 11 Euro. Nee, Quatsch. Doch 10,50 Euro. So. Also kriegt Minu 1 Euro mehr. 9,50 Euro. Genau. Ja, welche Erntezeit beginnt im Jahr als letztes? Süßkirschen, Spargel, Grünkohl oder als Birnen? Letztes. Also Süßkirschen, weiß ich, ist nicht so spät. Spargel Grünkohl ist vielleicht ganz früh. Ich das denke, ist ja im Mai. Ich denke Grünkohl, deswegen gibt es das doch auch im Winter. Ja, genau, würde ich nämlich auch sagen. Also C. Welche Schauspielerin hält mit 21 Oscar und 32 Golden Globe Nominierungen den Rekord bei diesen Auszeichnungen? Erinnerst du dich noch an... Oder? Ist das nicht so? Erinnerst du dich noch an die Snakes-Partie? Da war dieselbe Frage. Ja, genau. Das war doch Betty Midler, oder nicht? Keine Ahnung. Ich habe es mir nicht gemerkt. Oder war das... Oder? Habe ich es verwechselt? Also wichtig ist ja, dass wir 1 und 2 richtig haben. Welche Sternzeichen hat zwischen 1. Dezember und 19. Jahren Geburtstag? Oh Gott. Steinbock. Ja? Sicher? Also meine Mutter hat am 18. Januar Geburtstag. Und es ist Steinbock. Okay. Perfekt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht das falsche Sternzeichen. Meine Großmutter hat auch gewusst, aber ich weiß nie, was sie für ein Sternzeichen hat, ja? Welche Tageszeit mag ich am liebsten? Ah, das ist jetzt wieder Mellys Frage. Okay, sollen wir morgens, mittags, abends, nachts machen? Ja. Okay. Morgens, mittags, abends, nachts. Also ich weiß, Melly ist keine Morgen hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber vielleicht mag sie das auch, weil sie da schläft.
Gute Idee. Also ich würde sagen, entweder abends oder nachts. Was sagst du? Ich würde wahrscheinlich auch späten. Ich verlässt das Büro immer recht spät. Also, wenn sie danach noch was macht, würde ich nachts sagen. Vielleicht jetzt auch noch. Das kann sich ja noch ändern. Checken wir mal nachts ein? Nacht, ja, oder Abend? Also ich würde eher zu Abend hingehen, aber... Ist, ja. Abend. Du aber Abend hört sich so, es ist sowieso tiefmütterlich einfach, an. Ja, also gut, Nacht. Okay, gut. Nacht, sagen wir schreiben nachts. Aber. Okay, gut. Jetzt, ob mir noch die Ehrenrettung noch gelingt, wird sich jetzt zeigen. Ja, also das hast du natürlich, ne, man braucht eine Mathematikerin am Tisch. Ja, das haben wir übrigens von 10, 50. Ohne kriegt man das gar nicht hin. 9 Euro, wunderbar. Das heißt, wir bekommen jetzt plus 3, also 4. Wir bekommen jetzt 4. Ja, wir holen auf. 4, wunderbar. Grünkohl, jawohl. Für 10, nochmal 4. Und die anderen bleiben einfach stehen. Meryl Streep, ja, aber das war, das meinte ich doch, ich meinte das doch Meryl Streep. Ja, aber geht doch. Gedacht, Mann, ich meinte Meryl Streep. Ja, ja, ja. Aber du hast irgendwie, ja, aber. Ich meinte Meryl Streep, ich wusste dieses, das auch. Dieses Meinen, dieses, guck mal, hier, der Steinbock übrigens. Sehr gut. Das sind dann die 3 für Pink. 3 für Pink. Und wir kriegen einen. Und ja, Komm, was steht jetzt hier? Abend! Oh mein Gott! Ich meinte doch abends mit nachts. Das ist ja so eine Definitionsfrage. Ja, für mich ist Nacht wirklich so ab 0 Uhr oder so. Ja, und damit haben wir es. Ja, aber normalerweise geht man ja auch erst ab 2 Uhr irgendwo hin. Dann kriegt eben Ping nochmal 3. Nichts mehr los mit der Jugend hier. Abends von 18 bis 20 Uhr fühle ich mich am fittesten. Oh Mann, ey. Aber guck mal, wir haben noch einen sehr respektablen, knappen 3. Platz geschafft. Ja, immerhin. Hätten wir jetzt noch, also es war wirklich lag an 1, aber daran sieht man, es ist schon nicht so schwer eigentlich. Hätten wir jetzt noch 2 Bonusfragen richtig beantwortet, also wo wir Bonusschritte, dann hätten wir gewonnen. Ja. Wir hatten aber auch Glück, dass die Fritten hier sich nicht noch mehr... Wir hatten schon, unsere Bonusplättchen sind schon alle da gewesen. Ne? Also ja, nur noch die Blau wäre gar nicht mehr weitergekommen und Grün wäre noch weitergekommen. Ja. Also wir hätten schon noch mal eine richtig gute Runde gebraucht, wenn das jetzt noch weitergeht. Ja, was soll ich sagen? Wir brauchen jemanden sowas wie zum Beispiel Flo von Get On Board. Der ist wirklich auch prädestiniert. Der auch letztes Jahr auf der BerlinCon das Kneipenquiz ja auch initiiert hatte. Und da gibt es oder noch andere, die da wirklich gut im Quiz-Team sind. Ich zähle mich da nicht dazu. Aber ihr habt sicherlich auch mitgekriegt, lustig ist es trotzdem, auch wenn man nicht immer... Ja, gerade weil man sich ja austauschen kann. Es ist wirklich für Leute, die einfach so gemeinsam quizzen wollen und jetzt nicht irgendwie dann immer... Und so. Auch wenn ich am Anfang sagen muss, ja, man könnte ja am Anfang meinen, ach, naja, dieses kooperative Prinzip ist vielleicht ein bisschen langweilig oder so, kann man sagen, das hat auch durchaus seinen Reiz. Dadurch muss jetzt hier niemand irgendwie traurig sein oder das Gefühl haben, oh, ich habe es hier völlig verkackt oder so. Naja, bis auf der, der hier Betty Miller gesagt hat. Ja, das war mir jetzt... Ich meinte Meryl Streep, ich habe nur den Namen verwechselt. Ja, ist gut. Ist doch klar. Geh mal nach Hause, guck dir deinen Pirelli-Kalender an. Was haben wir denn heute noch alles so gelernt? Ja, zusammen mit dem Royal TS und der Fitnessmaschine, die nie... Ich will jetzt wissen, was dieser 3. Restaurantführer ist. Es ist Michelin, Gourmillon und was ist der 3., der wie eine Tankstelle heißt? Ach, verdammt nochmal. Der wie eine Tankstelle heißt. Vielleicht ist Michelin... ich weiß es nicht. Ja, egal, du meinst vielleicht, du verwechselst es vielleicht, weil du dann an das Michelin-Männchen denkst. Ich denke dann das ist noch was anderes. Das ist irgendwas anders, oder heißt es? Es ist der Marshmallow-Mann. Ja. Also, das ist ein Geheimnis, das können wir jetzt nicht lüften, aber wir danken uns auf jeden Fall fürs Zugucken, fürs Unterstützen und wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao. Schöne Nacht wünsche ich euch. Genau, schöne Nacht. Schönen Abend. Nächster Abend ist das Schönste. Bis dann. Also, tschüss. Ciao.